vom Frankfurter Flughafen. Hier sieht es ein bisschen wild aus. Da geht's eigentlich. Ich muss mich da zum Glück nicht anstellen. Ich habe schon online eingecheckt und online mein Ticket bekommen. Ich weiß nicht, warum manche Airlines das nicht machen. Mein Flug steht noch nicht dran. Ich muss noch warten und dann kann ich los zu meinem Gate. Ja, Security kann ich jetzt auch noch nicht machen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Aber auf jeden Fall fliege ich heute über Griechenland nach Israel. Pauline ist mal wieder in einem anderen Urlaub. Und auf so ein Zeitfenster habe ich gewartet, damit ich diese Reise machen kann. Weil die würde ich jetzt nicht mit Kind machen, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt an meinem Gate. Eigentlich wäre ich auch mit Lufthansa geflogen. Jetzt fliege ich mit Aegean, einer griechischen Airline. Ja, Lufthansa hat mir einfach meinen Flug annulliert. Ohne Grund. Ich war gar nicht vom Streik betroffen. Ein Tage später geflogen, aber die haben einfach abgesagt so. Ja, gestrichen. Tschüss. Ja, da musste ich nochmal einen neuen Flug buchen. Denn mit der Alternative war es dann auch ein bisschen sehr kurzfristig. Kriege ich jetzt mein Geld zurück in 3 Monaten oder so? Ja, sehr witzig. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Mit dieser griechischen Airline bin ich noch nie geflogen. Da zeige ich euch auch mal, wie es so am Sitzplatz aussieht in Economy. Ja, aber ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also die Anschlussflüge sind recht gut gelegen, eigentlich sogar besser als jetzt die Route mit Lufthansa, mit der ich über Budapest geflogen wäre. Und da hätte ich dann die ganze Nacht da rumgesessen, bis es dann weitergegangen wäre. Und eigentlich wäre ich erst morgen angekommen, aber ich werde jetzt heute schon ankommen in Israel, wenn alles gut geht. Ich war schon ganz schön sauer, als die mir das gestrichen haben. Und vor ein paar Jahren hätte das auch noch bedeutet, dass ich mir die Reise in die Haare hätte schmieren können, weil ich keinen zweiten Flug hätte buchen können. Aber so konnte ich das jetzt zum Glück, um dann doch noch die Reise zu machen. Ich mache übrigens eine reine Rucksackreise quasi durch Israel und auch kurz durch Griechenland auf der Rückreise. Ja, weil bei einer Unterkunft weiß ich nicht genau, wie da die Gepäcksituation ist. Da bin ich in einem Mehrbettzimmer und ich weiß nicht, ob ich Sachen wegschließen kann und ob das da sicher ist. Deswegen dachte ich, ich nehme so wenig wie möglich mit und dann habe ich auch kein Problem mit dem Gepäck. Mit Gehstock kommt man zum Glück auch schneller voran. Man wird durch die Warteschlangen durchgelassen und vorgelassen. Das ist eigentlich ganz schön. Jetzt haben die einfach so last minute das Gate geändert, aber zum Glück nur 2 Gates weiter sozusagen. Fängt schon mal gut an. Ich konnte nicht direkt boarden, weil ich ja nach Tel Aviv weiterfliege. Und da haben die mich jetzt erstmal nochmal gecheckt, ob ich die Einreise angemeldet habe. So, ich bin drin. Es kann losgehen. In dieser Airline hat man auf jeden Fall schon mal keinen Monitor, aber USB zum Aufladen von Gerät ist schon mal schlecht. Beinfreiheit zu ungefähr 0, aber geht. Auf dem Heimflug lande ich auf einer Insel.
dann gehe ich mal zu meinem Gate. Das steht schon fest. Hier sind nicht so viele Abflüge. Ja, beim Security-Check bin ich mal wieder auf Sprengstoff getestet worden. Ich muss irgendwie aussehen wie so eine Sprengmeisterin, keine Ahnung. Jedes Mal schon bei Bahrain. Die haben hier so schöne Kuchen. Sieht voll lecker aus. Ich kaufe mir ein Gatorade. Das sieht hier ein bisschen anders aus. Ich sitze schon mal an meinem Gate. Übrigens, wenn ich jetzt nach Tel Aviv fliege, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich befragt werde in Tel Aviv am Flughafen. Insbesondere habe ich ja von vor 2 Monaten einen Stempel von Bahrain in meinem Reisepass. Und das sollte eigentlich kein Problem sein, weil 2020 ja ein Friedensabkommen geschlossen wurde zwischen Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel über die Normalisierung der Beziehungen zueinander. Und das beinhaltet auch Tourismus. Und nur weil ich jetzt da einen Stempel von Bahrain im Pass habe, sollte ich eigentlich jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, diskriminiert werden oder so. Also das sollte jetzt kein Problem darstellen. Vor einer Weile könnte das noch ein Problem darstellen, aber ich hoffe einfach, dass sich das jetzt ändert und man jetzt nicht irgendwie komisch verdächtigt wird. Deswegen, ich bin mal gespannt. Vielleicht komme ich auch einfach so durch, aber ich habe schon gelesen, dass man häufig befragt wird und im Internet kann man auch nachlesen, welche Fragen da so gestellt werden, damit man ein bisschen eine Vorstellung davon hat und da auch keine Angst haben muss. Deswegen, ja, bin mal gespannt. So, den geht gleich los. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Freunde, es geht los. Wenn ich hier einsteige, no way back. Ich sitze und der Flieger ist kleiner und hat noch weniger Service sozusagen. Hier ist nichts mit USB, keine Ahnung. Ja. Aber hier kommt man unter Decke. Ja, die Leute tragen hier auch mehr Masken. Ciao. Also eben wurde ich irgendwie schon mal rausgezogen und sollte Passkontrolle machen, anders als die anderen. Und ich habe dann gefragt, ja, wollen Sie mich noch befragen? Und dann hieß es, nein, das findet unten statt. Okay. Okay, jetzt geht's hier lang zum Passport-Control-Punkt. Ja, also irgendwie, wahrscheinlich weil ich alleine reise und irgendwie vielleicht als Frau, keine Ahnung, alleine reise, werde ich ständig irgendwie rausgezogen. Also ich muss jetzt gleich hier nach oben bzw. rechts abbiegen. Okay, also hier wird man gecheckt. Okay, also ich bin recht schnell durch gewesen. Ich darf jetzt bis zum 2. November da bleiben, solange ich gar nicht bleiben, aber okay. Ja, die Befragung war auch gar nicht lang. Es wurde nur so gefragt, wo ich hin will, was meine Absicht hier ist, was ich hier machen will. Ob ich hier Familie, Freunde habe, wo ich bleibe und ob das jetzt mein erster Aufenthalt hier ist. Und dann war ich eigentlich schon durch. Es war eigentlich nicht weiter dramatisch. Okay, krass, hier bin ich gerade durchgelaufen. Jetzt bin ich drin. Ich bin nicht wieder rausgeschmissen worden. Ja,
dann lernen wir das Land mal kennen, würde ich sagen. So viele Meinungen gehabt über das Land und jetzt lerne ich es doch auch mal kennen. So, hier ist der Ausgang oder so. Eine weitere Halle. Okay, ja, irgendwie muss man hier auch eine SIM-Karte bekommen. Dann kann man hier 100 Gigabyte verbraten. Hier habe ich schon einen Laden entdeckt. Also das hier sind so die Deals. Zum Beispiel das hier Unlimited. Das sind etwa 60 Euro. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass Tel Aviv die teuerste Stadt der Welt im Moment ist. So, ich bin jetzt aus dem Flughafen rausgekommen. Da geht's wohl zu den Straßen. Train Station haben wir hier direkt eine. Ja, ich versuche jetzt ein Uber zu bekommen. Ich muss nur mal mich hier orientieren. Blöderweise werden hier keine Preise angezeigt bei Uber. So, ich bin jetzt quasi in der Nähe vom Meer, also ich denke mal da hinten ist das Meer, so 200 Meter sollen das von hier aus sein. Jetzt zeige ich euch ein etwas spezielles Hotel. Ich muss wohl hier irgendwie rein, keine Ahnung, ich glaube hier, weil hier ist auch Licht, da ist gar nichts. Das heißt die Oport Hotel. Und das hat erst letztes Jahr eröffnet. Ich glaube in Japan oder so gibt es was ähnliches. Ja, ich habe extra sowas gebucht, um euch das mal zu zeigen. Es ist ein bisschen uriges Hotel. Ja, also hier sieht man schon den Namen, By the Beach. Also wir sind wirklich nah am Meer. Ja, hier ist die Rezeption. So, jetzt sind wir im vierten Stock. Und das hier ist dieses Oport Hotel. So, ich zeige euch jetzt ein bisschen das Hotel. Ist auch schon recht hübsch gemacht. Ah, hier kann man sogar Eis holen und so, Getränke. Ja, hier ist so eine Lounge, wo man auch sitzen kann. Und wenn jetzt es hell wäre, würde man wohl das Meer auch von hier aus sehen. Das ist voll bequem hier. Hier sind Lockers, Showers, Toilets. Meine Kabine ist hier in die Richtung. Aber wir gucken erstmal hier unten ein bisschen an. Das ist eigentlich echt super bequem hier gemacht. Und ich glaube, ich muss jetzt hier hochlaufen. Mal gerade gucken. Ja, jetzt seht ihr schon so ungefähr. Also es gibt halt so kleine Minikabinen. Und ich meine, dass man das auch schon mal bei Galileo oder so von Japan gezeigt hat, also solche Mini-Kabinen. Aber hier ist noch nicht mal ein Fenster. Was kleiner als ich gedacht habe. Also ich bin froh, dass ich keine so Mini-Kabine genommen habe. Aber ich glaube, ich bin unten. Aber es ist ganz gut, das von hier oben auch mal zu zeigen. Ich bin eins weiter unten, glaube ich. Ja, ich glaube, das hier sind diese Doppelkabinen für zwei Personen quasi. So eine habe ich gebucht, weil ich gerne Meerblick haben wollte. Und diese Dinger hier haben halt keinen Meerblick. Ich glaube, für so ein kleines Teil zahlt man so etwa 44 Euro. Und meins kostet irgendwie 71 Euro oder so. Aber ich hatte noch so ein Guthaben bei Booking. Dadurch konnte ich das super günstig für ein paar 30 Euro bekommen. Das hier sind solche Locker, da kann man seine Sachen einschließen. Mal gucken, ob ich das endlich meins mal finde. Ja, sollte. Wo ist meins? 313. Ah, zeigt mal noch hier. Da sind auch Locker ganz viele. Hier kann man sich waschen oder so. Okay, 313 soll meins sein. Bin ich jetzt mal gespannt, das sieht zu klein aus. Geht man da so einfach rein? Na, ich muss mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Also das hier ist der Schlüssel. Ich halte das jetzt mal so dran und hoffentlich kriege ich jetzt keinen Schock. Okay. Oh mein Gott, wie klein ist das? Also es ist kleiner, als ich dachte. Uiuiui. Wow.
Aber habe ich hier überhaupt einen Mehrblick? Ich muss mal gucken. Okay, wir machen erstmal Licht. Geht da jetzt irgendwie Licht? Hier geht gar kein Licht. Da kann man das jetzt irgendwie einschalten, keine Ahnung. Mehrblick würde ich das jetzt nicht nennen. Moment. Also ich sehe eigentlich eher so den Ozean nicht, sondern eine Terrasse. Oben würde ich das Meer sehen. Ich muss mal fragen, ob man das wechseln kann. Ja, also sie haben leider keine bessere Aussicht. Ich wollte eigentlich morgen einen richtig tollen Meerblick zeigen, aber ja, sie sind irgendwie komplett ausgebucht. Ja, ein bisschen schade, weil ich hätte ja auch das Hotel gerne so von seiner ganzen Pracht gezeigt. Und jetzt kann ich euch nur so die halbe Pracht zeigen. Aber auf jeden Fall sieht es kleiner aus, als ich dachte. Aber das ist ganz gemütlich. Also ich war jetzt schon drauf. Ist auf jeden Fall gemütlich. Man hat hier ausreichend Handtücher auch. Das ist klimatisiert. Da hinten hat man auch so USB-Stecker. Zeige ich mal. Hier hinten hat man so ein Panel. Hier sind USB-Stecker, was praktisch ist. Hier sind die typischen israelischen Steckdosen. Da kann man auch normale EU-Stecker reinstecken. Das ist kein Problem. Hier ist diese Ventilator. Klimaanlage läuft auch ganz gut bisher. Wenn die Tür zu ist, weiß ich es natürlich jetzt noch nicht. Aber schauen wir mal, was auch immer das hier alles ist. Keine Ahnung. Hier geht auf jeden Fall das Licht an. Mal gerade gucken, was man hier mag. Ah, das kann man auch dimmen. Sehr schön. Was ist das hier? Geht an. Oh, das ist ein kleines Licht noch. Sehr schön, dann könnte ich das hier ausmachen. Und dann habe ich nur dieses Licht. Ja. Ich meine, um mal zu übernachten, so zum Spaß. Aber ich muss jetzt sagen, also wenn ich jetzt den Originalpreis gezahlt hätte, wäre schon ein bisschen hart gewesen. Dafür ist es teuer. Ja, aber so ein kleines Ding hätte mich jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr gestört. Ich bin schon froh, dass ich hier so einen Platz für zwei Personen quasi habe, weil ich einen Doppelport gewählt habe. Okay, dann habe ich euch das jetzt erstmal gezeigt, wie dann die Aussicht ist. Werden wir dann morgen sehen, aber ich glaube, sehr viel mehr als Terrasse sieht man hier nicht. Okay, halt über die Terrasse hinweg kann man da hinten noch gucken und vielleicht sieht man dann das Meer. Aber es wäre natürlich schöner von weiter oben gewesen. Also wenn man ein Viererzimmer bekommen kann, so ein 400er Zimmer. Ich bin jetzt in einem 300er Zimmer. Aber 400er Zimmer müssten eine echt gute Aussicht haben. Also wenn ihr das buchen wollt, dann müsst ihr die am besten kontaktieren und sagen, ihr wollt ein 400er Zimmer mit mehr Blick. Durch das Hotel habe ich jetzt übrigens deutlich gespart. Am Flughafen kosten diese SIM-Karten richtig viel Geld. Also wurde mir jetzt auch vom Taxifahrer gesagt, man sollte dort keine SIM-Karte kaufen, weil der Preis einfach sehr, sehr hoch ist. Hier habe ich jetzt für 99 Schekel 100 GB bekommen. Und was noch frei ist, zum Beispiel WhatsApp, Facebook, Instagram, noch so ein bisschen anderes Zeug. Also das ist frei, das zählt nicht mal. Das ist richtig cool. Also das Angebot kann man auf jeden Fall hier im Hotel wahrnehmen. 99 Schekel sind im Moment ungefähr 29 Euro. Und dafür habt ihr 100 GB komplett frei für einen Monat. Ja, und halt diese Sachen wie Instagram und so sind inklusive. Das geht noch nicht mal davon ab. Richtig cool. Bin mal gespannt, wie schnell ob ich das jemals verbrauche in der Zeit, in der ich hier bin. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier Internet nutzen ohne Ende. So, ich gehe jetzt noch eine Runde ans Meer, soweit es irgendwie möglich ist. Ja, übrigens ist die Luftfeuchtigkeit hier enorm. Man kann in dieser Luft fast schwimmen, würde ich sagen. Und es riecht super nach Fisch.
Also man riecht das Meer richtig stark. So, jetzt haben wir hier eine Ampel für Fußgänger. Das haben wir ja in Bahrain zum Beispiel nicht immer gehabt. Aber hier gibt es sowas. Ja, Straßen und Schilder sehen recht europäisch eigentlich aus. Mit E-Scootern kommt man hier ganz gut voran, wie es aussieht und wie mir der Taxifahrer gesagt hat. Also man kann eigentlich hier in Tel Aviv wirklich überall rumfahren. In Bahrain gab es ja so abgesteckte Zonen, in denen man fahren durfte. Aber hier kann man eigentlich komplett, wie man Bock hat, rumfahren. Hier gibt es auch richtige Straßen dafür. Echt genial. Also so Fahrradweg, aber richtig schön breit. Ja, da steht auch schon einer. Also er hat auch gesagt, der Taxifahrer, dass man hier eigentlich alle 100 Meter so ein Ding findet. Ich wollte hier mal am Meer schauen, was die hier treiben. Die hängen hier alle ab, das ist irgendwie so ein Spielplatz oder so. Einfach mal querfeldein hier durchlaufen. Also hier ist so ein Spielplatz, da hinten geht es auch weiter. Der Boden ist so glitschig. Wenn ich hier ausrutsche, wundert es mich nicht. Also die Feuchtigkeit ist echt enorm. Ja, das hier ist auch noch so ein Teil vom Spielplatz. Und hier hinten höre ich das Meer auf jeden Fall schon mal. Ob ich davon viel sehe, ist dann die gute Frage. Übrigens soll es nicht empfehlenswert sein, hier tief ins Wasser zu gehen am Meer, weil hier durchaus eine ordentliche Gefahr ist, zu ertrinken. Da ist auch Schwimmverbot. Okay, kommt man eh nicht runter, glaube ich. Ja, also hier sind so Felsen und man sieht hier auf jeden Fall Meer. Und hier soll man halt nicht schwimmen. Ja, wäre glaube ich auch schlecht, mit so einer Welle dann an so einen Felsen geklatscht zu werden. Wäre ein bisschen suboptimal. Aber es soll hier ganz tolle Strände geben. Das trifft jetzt hier halt weniger drauf zu. Rein theoretisch kann man sogar hier an der kompletten Küste entlang laufen. Die ist ewig lang, irgendwie, boah, keine Ahnung, 1000 Kilometer. Naja, bei so einem kleinen Land wie Israel jetzt nicht 1000 Kilometer, aber sehr lang. Und dann kommt man an ganz unterschiedliche Strände, die auch sehr schön sein sollen. Ja, auf jeden Fall schön. Hier unten haben wir schon eher mal auch Strand. Ob man da hin darf, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist schon ordentlicher Wellengang. Also ich würde hier nicht freiwillig schwimmen. Aber irgendwo möchte ich dann schon mal auch an einen Strand gehen. Morgen Abend zum Beispiel hatte ich das eigentlich geplant. Was ich auf jeden Fall machen muss, ist mich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier jetzt beschäftigen, weil das Taxi, das war jetzt teuer. 40 Euro und die Strecke war jetzt nicht so weit. Also jetzt zum Beispiel in Dubai, Bahrain hätte ich deutlich weniger bezahlt. Das ist schon richtig teuer hier. Oder ich setze mich mal mit diesen Scootern auseinander. Hier haben wir zum Beispiel eine Marke Dot. Die kenne ich jetzt noch gar nicht, sieht aber ganz schick aus. Ja, müsste ich mal gucken, wie das denn preislich aussieht. Was haben wir hier? Lime. Ja, Lime kennen wir. Lime habe ich in Rom genutzt. Hier gar nicht weit entfernt ist was los. Ich werde mal versuchen, hier irgendwie reinzukommen. Ich glaube, da hinten ist der Eingang. Ja, also da in dem Laden war irgendwie alles ausgebucht sozusagen. Könnte man jetzt nicht mehr rein. Hier ist so ein Laden, wo man sogar was kaufen kann. So irgendwie mal einen kleinen Snack und Getränke. Ich versuche mal weiter da vorne noch, wohin es kommt. Hier haben wir übrigens eine Moschee. Ich fand das jetzt so witzig. Soll das jetzt ein Leuchtturm sein? Und dann habe ich mal geguckt. Das ist eine Moschee. Hassan Beg Moschee heißt die. Ich laufe jetzt hier mal noch ein bisschen um die Ecke. Ich habe da noch Hoffnung, dass da noch so eine Bar ist, wo ich noch irgendwie einen Cocktail trinken kann. Ich wollte eigentlich den Abend noch ganz nett ausklingen lassen mit einem Cocktail. Aber das scheint ein bisschen schwierig zu sein. Hier haben wir einen schönen Brunnen. Kreisverkehr. Ja, zweite Bar wurde jetzt auch nix, aber die dritte Bar soll geöffnet sein. Ich bin mal gespannt. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe gerade
im David Interkontinental eine Wasserflasche geschenkt bekommen. Das war auch sehr nett, weil deren Bar ist leider geschlossen heute. Das hier ist mal ein cooles Ringlicht. Das ist mit Regenbogenfarbe. Ich bin jetzt nicht ganz so gut. Ja. Wir kommen der Bar näher, die hoffentlich wirklich offen hat. Okay, hier ist jetzt diese Eduard-Bar. Die sieht irgendwie so komplett unscheinbar aus. Also ich wäre jetzt fast vorbeigelaufen. Auf jeden Fall ist da was los. Gehen wir mal rein. So, ich hatte dann jetzt meinen Cocktail zur Einstimmung. Und jetzt hole ich mir einen Lime-Scooter. Passt natürlich super. Ja, der Cocktail mit Tipp hat jetzt so 16 Euro gekostet. Nett billig, würde ich sagen. Irgendwo hier soll jetzt so ein Scooter sein. Ich habe jetzt Lime Prime gebucht. Dann spare ich ein bisschen, wenn ich was buche. Ich habe jetzt hier meine erste Fahrt mit einem Lime-Scooter gemacht. Die fetzen hier ganz schön, also 20 km/h, so wie in Deutschland, schon mal nicht. Ich denke, die fahren so ungefähr wie in Rom, 30 km/h oder so, vielleicht sogar mehr, also die fetzen richtig. Ja, das Spezielle hier in Israel ist, dass man so bestimmte Parkplätze hat, wo man die Teile abstellen muss. Und wenn man nicht an so einem Parkplatz ist, dann kann man auch nicht parken. Also dann endet die Fahrt einfach nicht. Man muss wirklich bis zu so einem Parkplatz fahren und dann erst kann man die Fahrt beenden. Also das muss man wissen. Ich bin jetzt zurück in mein Hotel und habe jetzt mal hier aus dem Automaten was rausgeholt. Das sah mir so, ja, israelisch aus. Wollte ich mal ausprobieren. Hier kann man auch mit Kreditkarte bezahlen. Das sieht ja mal sehr gemütlich aus. Ich glaube, ich setze mich da mal rein und knabber mein Zeug. Ja, kann man auf jeden Fall essen. Schmeckt ganz gut. Bisschen knusprig. Angenehm süß, also nicht zu süß. Aussicht Hotel hier vom Stuhl aus. Ist auf jeden Fall eine lustige Idee, aber wie gesagt, man muss halt gucken, wenn man jetzt wirklich mehr Blick haben möchte, dann ein Zimmer da oben buchen und nicht hier unten. Ich bin jetzt in meinem Hotel. Was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall ein Rauchmelder, wie es aussieht. Und das, I don't know. Ja, und die Tür habe ich jetzt zugemacht. Vorhang zugezogen. Für zwei Personen, finde ich, ist es eigentlich schon fast wieder ein bisschen eng. Also ich bin aber froh, für mich alleine jetzt so viel Platz zu haben, ist auf jeden Fall gut. Jetzt lade ich erstmal hier mein Handy auf und kann hier auch Wi-Fi nutzen. Das ist auch ganz gut. Kann man das Guthaben von 100 GB noch mal ein bisschen schonen. Ja, also die Matratze, finde ich, ist bequem bisher. Muss ich mal schauen, wie ich schlafe. Guten Morgen aus Tel Aviv. Ja, ich hätte jetzt gerne den Meerblick gezeigt, aber das Problem ist, ich kann hier jetzt noch nicht mal so rauszeigen, weil da sitzen laute Leute auf der Terrasse. Ja, also diese 300er Plätze sind richtig für den Popo, würde ich sagen. Aber ich habe auf jeden Fall trotzdem gut geschlafen. Dagegen kann man nichts sagen. Man kann schon ganz gut schlafen, obwohl in der Nacht auch noch ziemlich viele Leute da rumgepoltert haben. Aber wenn sie dann endlich mal alle liegen, dann kann man echt ganz gut schlafen und die Matratze war ganz bequem. Ja, aber mein Meerblick ist eher nicht vorhanden. Was ich noch kurz zeigen kann hier im Hotel, ist die Damentoilette und Badezimmer quasi. Also hier sind die Toiletten relativ modern. Und hier ist die Dusche out of order.
Okay, hier kann man sich umziehen. Eine Dusche aussuchen. Ah, die sieht aber schick aus. Schöner, moderner Duschkopf. Also ist auf jeden Fall noch recht neu. Und das ist von hier aus morgens der Blick. Also ich meine, kann man nichts sagen. Ist auf jeden Fall von hier aus sehr schön. So einen Blick hätte ich gerne gehabt von meinem Bett aus. Aber das war jetzt eher nix. Das wäre natürlich toll gewesen, wenn ich das tatsächlich gehabt hätte. Sieht man das auch mal bei Tag. Ja, ein bisschen schade. Also wie gesagt, da oben sollte man sich Zimmer nehmen in den 400er Bereichen. Und dann hat man hier tatsächlich einen Blick aufs Meer. Und die 300er Bereiche hier, 301 bis 326, sind halt wirklich nicht gut, um es nicht schlechter auszudrücken. Ja, dann hier sehen wir die Straße. Ja, da werde ich jetzt auch gleich ins Getümmel gehen. Ich werde mal versuchen, einen Deal mit denen zu machen. Habe ein Foto gemacht, dass ich nur die Terrasse sehen konnte und Menschen. Also hätte ich nicht den Vorhang zugemacht, hätte ich jetzt Zuschauer beim Schlafen gehabt. Das ist nicht so schön. Hier auch nochmal bei Tag das Ganze. Dann gehen wir jetzt hier vorne zur Rezeption. So, ich habe jetzt mit denen gesprochen. Ich habe ein Foto gemacht von meiner schlechten Aussicht. Und ja, sie haben mir jetzt für heute Nacht eine kostenlose Buchung gemacht. In einer besseren Kabine oben. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da für eine Aussicht haben. Und das ist eigentlich ein besserer Deal jetzt auch, weil heute Nacht wäre ich im Mehrbettzimmer gewesen. Und so habe ich jetzt einen kostenlosen Locker. Und eine nochmal kostenlose Übernachtung und zeige euch dann morgen meine Aussicht. Hier ist übrigens mein Hotel in der Kaufmannstraße 2. Ich habe jetzt beschlossen, dass ich hier einen Scooter nehme und ich fahre jetzt zum Freizeitpark. Habe beschlossen, ich fahre hier so am Strand entlang. Da ist eine riesenlange Strecke und dann bis zum Freizeitpark. Da ist auch ein Parkplatz für diese Lime-Scooter. Ja, und dafür gibt es auch eine Möglichkeit, eine Stunde zu buchen. Das ist dann nicht so teuer. Dann zahlt man maximal so 12 Euro. Ich bin jetzt etwa 2 Minuten gefahren und bin jetzt am ersten Strand angekommen. Also geht rucki zucki. Sieht hier auch sehr schön aus. Diese Schirme muss man wahrscheinlich dann buchen. Das habe ich ja auch erst in Italien gelernt, wie das geht. Ich wusste gar nicht, ich dachte, man kann sich einfach hinsetzen. Da. Man muss schon sehr wahrscheinlich bezahlen, haben die hier so Codes, die man bezahlen muss oder so. Das war nämlich in Italien so, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es da einen Stand, wo man das bezahlen muss. Aber gehen wir mal ans Wasser kurz. Hey. Ja, schön, wenigstens mal hier Wasser gesehen. Ja, ich wollte jetzt da nicht reingehen, aber ich wollte mal so an den Stränden Stopps machen. Schönes, klares Wasser. Die haben ja zurzeit auch so ein bisschen Quallenplage, aber das ist, glaube ich, weiter unten in Israel, also mehr südlich. Und hier sehe ich jetzt nichts mit den Quallen oder so. Es sieht gut aus. Da hinten ist schon recht früh abgesperrt, also sehr weit kann man hier nicht reinschwimmen. Aber das wird ja auch nicht empfohlen. Das hier ist der Aviv Beach. Übrigens haben wir jetzt 29 Grad, Höchsttemperatur erwartet sind heute so 31, 32 Grad. Und wer jetzt sagt, wer fliegt in der Hitze im Sommer nach Israel? Ja, ich. Aber in Deutschland sind heute 35 Grad, also sagt nix. Und hier, naja, hier ist halt sehr feucht. Das hätten wir jetzt in Deutschland nicht ganz so feucht, aber in Deutschland ist es auch feucht. Also hier ist aber die Feuchtigkeit ein bisschen belastender. Das ist halt der Unterschied, könnte man sagen. Aber von den Grad her haben wir heißere Temperaturen in Deutschland. Dieser Aviv-Strand ist echt ganz schön lang. Ich glaube, ich setze mich da heute Abend mal hin oder so. Also wenn man jetzt nicht da hinten unter so Schirmen sitzen möchte, kann man auch locker hier ganz gut sitzen. Weiß jetzt nicht, verstehe jetzt nicht, was da steht. Wahrscheinlich keine Flaschen und Müll liegen lassen oder so. Oder kein Alkohol. Also Hebräisch kann ich noch nicht. Ja, jedenfalls kann man hier dann auch ganz gut absitzen.
Der hat hier auch einen schönen Wellengang. Richtig schön. Aber ich müsste bald auch noch an einen anderen Strand kommen. Hier ein bisschen weiter entfernt von meinem Hotel. Eine ganze Ecke am Strand entlang gibt es auch Möglichkeiten, wo man dann durchaus auch mal wo sitzen kann. Zum Beispiel hier. Da vorne sind auch so Läden. Hier ist so ein Kiosk. Und hier führt die Scooterstrecke sogar am Strand direkt vorbei. Das ist auch sehr schön. Aber hier wird gedrosselt. Hier kann man nicht voll fahren, wie man möchte. Außer man fährt im Fahrrad mit Vollgas. Ja, okay. Jetzt bin ich auch schon am nächsten Strand. Also das ist eigentlich fast ein fließender Übergang. Das ist der Hilton Beach. Hilton wie die Hotelkette. Das sieht eigentlich fast genauso aus. Also mal gucken, ob da vorne was anders ist. Aber das sieht eigentlich aus wie der andere. Also ich muss echt sagen, wenn man jetzt einen Strandurlaub machen möchte, finde ich, ist es in Tel Aviv echt schön. Also schön sauberer Strand, schönes Wasser, total gut. So, jetzt bin ich wieder in der City, warte gerade. Hier habe ich gerade gedrückt, warte auf grünes Licht und bin jetzt sogar schon ziemlich nah an dem Freizeitpark. Hier überquere ich jetzt gerade einen Fluss. Hier gibt es auch eine tolle Strecke, die man langfahren kann. Da hinten fand ich so cool. Ich bin jetzt hier gerade an so einer Brücke angekommen. Und hier drüben ist das Yitzhak Rabin Center. Ich fand das Gebäude irgendwie schön. So voll riesig, fettes Gebäude. Ich bin jetzt hier mal auf einer Brücke, weil ich sowieso gleich auf die andere Seite muss. Da hinten ist der Freizeitpark. Ich finde, man kriegt hier irgendwie so Kalifornien-Vibes. Also, wenn man das mal vergleichen möchte. In Kalifornien war ich ja auch vor ewigen Jahren mal. Und hier bei der Brücke bin ich beim Expo-Gelände von Tel Aviv. Also hier ist diese Brücke, wo ich gerade drüber gefahren bin. Und das Expo-Gelände, das fiel mir jetzt gerade auf beim Runterfahren. Ja, und jetzt ganz plötzlich bin ich scheinbar am Eingang vom Luna Park angekommen. Also das müsste der Park sein. Jetzt muss ich nur noch einen Parkplatz für meinen Scooter finden. Ich bin jetzt am Hintereingang scheinbar vom Luna Park. Ich hoffe mal, dass ich hier reinkomme. Ich muss mal gucken. Oder es gibt eine App. Die haben da scheinbar eine App. Muss ich mal schauen. Also vom Luna Park mache ich jetzt ein eigenes Video. Das könnt ihr dann auch auf meinem Kanal finden. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, dann gebt uns ein Abo und ein Like und wartet auf das nächste Video. Es kommt eine Fortsetzung. Tschüss!